kommen wir zu dem Thema, was uns schon irgendwie lange begleitet hat. Also gefühlt hatten wir das schon ein Jahr an der Themenwand. Ist das richtig? So Produktkonfiguratoren und haben es immer so ein bisschen verschoben. War auch ein bisschen schwierig, dann den Sprecher zu finden und so weiter und so fort. Ist halt auch ein weites Feld und es ist auch erstmal so in der Diskussion, was ist überhaupt ein Produktkonfigurator? Deswegen habe ich mich mit euch vor, so ein bisschen allgemein was darüber zu erzählen, irgendwie wie meine Meinung darüber ist, ein paar Beispiele zu bringen und zu erzählen, worauf man so achten sollte, wenn man Produktkonfiguratoren einsetzt. Und habe dann noch eine kleine Case Study dabei mit Magento 2, die wir umgesetzt haben. Ist nicht so kompliziert, deswegen wird mein Vortrag auch nicht wirklich besonders technisch. Ich weiß nicht, ob man irgendwo Produktkonfigurator studieren kann oder sich da ausbilden kann oder so. Wahrscheinlich nicht, deswegen freue ich mich, wenn ihr während meiner Präsentation Anmerkungen macht oder Sachen hinzufügt oder korrigiert. Da habe ich gar nichts gegen, ganz im Gegenteil. So, Produktkonfiguratoren. Warum erzähle ich über Produktkonfiguratoren? Weil wir natürlich auch schon häufiger die Anforderungen gestellt bekommen haben, dass wir einen Konfigurator basteln sollen für einen Kunden. Was auch immer. Beispiel habe ich dabei. Stellt sich halt die Frage, was ein Produktkonfigurator überhaupt ist. Und dann habe ich jetzt im Rahmen der Recherche meines Vortrags auch mal gegoogelt und da kommt man natürlich schnell auf Wikipedia. Und der erste Satz, der da steht, ist, der Begriff Produktkonfigurator ist nicht einheitlich definiert. Aha, gut. Ist halt so, gibt natürlich schon bestimmte Sachen, die jeder von uns wahrscheinlich auch so als Produktkonfigurator annehmen würde. Deswegen habe ich da nochmal einen Definitionsansatz rausgesucht von Herrn Scheer, den vielleicht in einem oder anderen Studium oder wie auch immer auch schon mal begleitet hat, wenn es um die Modellierung von Geschäftsprozessen geht. Der sagt nämlich, die Produktkonfiguration beschreibt das Zusammensetzen eines Produktes aus vorgegebenen Produktkomponenten, sogenannte Selektion und Kombination, und die Selektion inhaltliche Ausprägung der Komponenteneigenschaften, sogenannte Parametrisierung, unter Einhaltung der Konfigurationsregeln. Die Konfigurationsmöglichkeiten ergeben sich aus den Selektions-, Kombinations- und Parametrisierungsmöglichkeiten eines Produktes, eingeschränkt durch die Konfigurationsregeln. Für mich bedeutet das so, wir können halt mit einem IT-System, mit einer Webseite auf dem Shop, wir reden ja auch über E-Commerce, können wir mit diesem Konfigurator ein Produkt irgendwie gestalten, die Merkmale vorgeben, wie es dann am Ende aussehen soll. Wir können es auswählen. Aber wir können auch nicht alles machen, was wir wollen. Es gibt bestimmte Regeln, die wir einhalten müssen, wenn wir so ein Produkt konfigurieren, was wir anschließend im Sinne des E-Commerce kaufen wollen. Wie gesagt, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unsere Vorstellungen und deswegen habe ich für meine Überlegungen erstmal überlegt, was eigentlich ein Produktkonfigurator nicht ist, was man so aus dem Internet kennt. Ja, und habe ich mir neulich neue Schuhe bestellt und habe mir dann erstmal brutal krasse Vans zusammen konfiguriert. In meiner Größe. Komplett schwarz. Ich finde nicht, dass das ein Produktkonfigurator ist. Ich kann zwar bestimmte Merkmalskombinationen auswählen, aber am Ende weiß dann der Shop-Betreiber, was ich haben will und schickt mir einfach ein Produkt, was er so auf Lager hat. Ich sage also, das ist eher eine Variantenauswahl und kein Produktkonfigurator. Ich grenze das deswegen vor allen Dingen ab, weil wie würden wir in Magento sowas aufbauen? Mit konfigurierbaren Produkten. Ich möchte auch, dass wir das nicht durcheinander bringen. Wir kennen alle Magento. Konfigurierbare Produkte heißt nicht, dass wir im Frontend einen Produktkonfigurator haben, aus meiner Sicht. Was es auch noch gibt und was wirklich auch sehr schön ist und was den Kunden freut, ist so Guided Selling. Das sind Produktfinder, die auf Basis bestimmter Eingaben, die man tut, das richtige Produkt für einen finden, automatisch. Was könnte das sein? Ich kann ja, sehr gut, wer hat das gesagt? Haben wir dafür auch einen Preis?
Genau, ich kann hier im Prinzip meine Matratze finden, indem ich Körpergröße, Gewicht eingebe, indem ich meine Schlafgewohnheiten eingebe und so weiter. Hier konfiguriere ich zwar was, aber ich konfiguriere nicht das Produkt, sondern ich finde am Ende mein passendes Produkt. Kein Produktkonfigurator. Hoppala. Dann noch eine Sache, die hatten wir erst als Beispiel für einen Produktkonfigurator, aber nach ein bisschen Nachdenken habe ich das eher in die Abgrenzung reingepackt. Das ist nämlich, dass so bestimmte Produktpakete ermittelt werden. Also wir haben hier von homeway.de die Möglichkeit, uns beraten zu lassen, IT-gestützt, was für eine Verkabelung wir für einen Rohbau oder so brauchen. Hier können wir angeben, was wir für Zimmer haben, wie viel davon, wie viele Geräte wir haben. Und wenn wir das alles durchgemacht haben, dann kriegen wir am Ende eher ein Set von Produkten, welches uns geliefert wird, welches wir bestellen können. Ich denke aber hier, dass ein Produkt nicht wirklich konfiguriert wird, sondern ein Paket an Produkten hier konfiguriert wird. Würde ich also dementsprechend nicht als Produktkonfigurator bezeichnen. Deswegen habe ich noch so meinen eigenen Definitionsansatz gebracht, den es leider auch nirgendwo nachzulesen gibt und über den man sicherlich diskutieren kann. Ich sage mal, ein Produktkonfigurator im E-Commerce ermöglicht dem Kunden durch das Kombinieren von Merkmalsausprägungen ein in Klammern personalisiertes Produkt einzukaufen. Ich habe es in Klammern gesetzt. Ich sage mal mehr so ein gefühlt personalisiertes Produkt einzukaufen. Kann auch sein, dass man Merkmalskombinationen auswählt in einem Produktkonfigurator, wo man ein Produkt erwischt, was auf Lager ist. Dann würde nämlich der zweite Satz nicht gelten, nämlich was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich als Definition ganz gut finde, ist, dass für die Fertigstellung des konfigurierten Produktes am Ende so zumindest ein Teil der Konfigurationsergebnisse, ein Teil der Produkte, die man zusammen konfiguriert, weitergehende Arbeitsprozesse beim Hersteller notwendig machen. Genau, ich finde, das ist ein sehr gelungener Satz. Und den finde ich, sollten wir angemessen feiern. Zusammen, dass wir heute Geburtstag haben, haben wir nämlich Folgendes gemacht. Wir haben uns dann einfach mal ins Internet begeben, oder Regina hat sich ins Internet begeben und hat für uns heute eine schöne Torte, und zwar konfiguriert. Die haben wir selber gestaltet, die haben wir selber die Zutaten aufgesucht und die haben wir tatsächlich auch hier. Frisch konfiguriert für diesen Anwendungsfall. Der 40. Magento Stammtisch. Ja. Also das ist wirklich mal eine verdammt gute Anwendung für einen Konfigurator, wie ich finde. Ich sage jetzt nicht, dass wir hier ein bisschen gefaked haben und die eigentlich anders bestellt haben, aber es ist ja egal. Schneiden wir in der Pause an und dann hoffe ich, wird es uns schmecken. Genau, Anwendungsgebiete für Produktkonfiguratoren inklusive Beispielen. Das, was ich als Produktkonfigurator bewerten würde, sind zum einen, ich habe es Mixer mal genannt, die Torte könnte da auch drunter fallen, nämlich dass man seine Komponenten zusammen mischt im Prinzip. My Müsli ist ein sehr bekanntes Beispiel. Und da hat man dann entsprechend auf der Internetseite auch tatsächlich die Möglichkeit, die Komponenten auszuwählen, die Mengen auszuwählen, etc. pp. Individualisierte Fertigung und Stücklisten. Das heißt, mit einem Produktkonfigurator habe ich die Möglichkeit, der Möbelbereich ist ein sehr gutes Beispiel, mir meine Elemente zusammen zu konfigurieren. Was für einen Korpus habe ich, was für Elemente habe ich, Regalböden und so weiter und so fort. Am Ende kriege ich ein komplettes Produkt, wie zum Beispiel das Sideboard. Es ist eventuell schon vormontiert oder ich muss es selber montieren, aber es ist ein Produkt. Und ich habe das nach meinen individuellen Bedürfnissen zusammen konfiguriert. Was daraus generiert wird am Ende, ist so eine Art Stückliste. Das heißt, ich habe ein Produkt, das besteht aus mehreren Teilen und die werden dann entsprechend zusammengesetzt. Sehr interessant, gerade für den B2B-Bereich, sind so technische Spezifikationen. Wir haben hier
Stahlprofile, die man tatsächlich im Internet bestellen kann, wo ich halt die Legierung angebe, das Material angebe, wo ich meine Größe für das Profil angebe. Bleche können es auch sein. Ein Stück weiter geht dann noch die Design Automation. Das sieht man hier rechts nicht ganz so gut, aber der Anbieter bietet hier einen Konfigurator wirklich auf CAD-Basis an und dann wird IT-gestützt nachher in der Fertigung mein Stahlprofil genauso hergestellt, wie ich das hier konstruktiv IT-mäßig übergebe. Ja, was man natürlich auch viel sieht, ist so kreatives Gestalten. Ja, die Torte gehört da auch wieder ein bisschen rein, also es vermischt sich auch in den Arten der Konfiguratoren so ein bisschen, dass ich so mein eigenes Logo drauf backen lassen kann oder dass ich mir ein T-Shirt hier wie das Spreadshirt drucken lassen kann, wo ich mir ein Motiv auswähle, wo ich die Größe des Motivs auswähle, wo ich sogar eigene Motive hochladen kann und entsprechend kreativ sein kann. Warum werden Produktkonfiguratoren bei uns nachgefragt? Warum setzt man die ein? Zum einen ist es so, Kunden wollen individuelle Produkte. Ja, individuelle Massenfertigung, das ist so das Stichwort. Und individuell bezieht sich auf die Kundenseite, auf das Produkt. Man möchte für sich was haben. Man kann seine Produkteigenschaften selber auswählen, kriegt die nicht vorgegeben. Im Rahmen bestimmter Konfigurationsregeln, hatten wir vorhin schon, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich mir das selber auswählen kann. Ich habe in so einem Produktkonfigurator eine Beratung, die schnell ist und die sicher ist, IT-gestützt. Was kann ich überhaupt zum Beispiel miteinander kombinieren an Produktmerkmalen? Oder wenn ich zum Beispiel, gehen wir zu Spreadshirt zurück, wenn ich ein eigenes Bild hochlade, hat das eigentlich die richtige Auflösung, dass das dann auch nachher gut aussieht. Das kann man alles IT-gestützt machen und hat halt als Kunde eine sehr schnelle Rückmeldung entsprechend. Ich kann kreativ sein, das macht Spaß, ganz klar. Und ich kann mich dann im Anschluss mit dem Produkt identifizieren. Wenn ich mir ein T-Shirt beispielsweise drucke, was ich selber gemacht habe, ist das super, da würde ich nur mit losgehen. Habe ich sogar auch T-Shirts. Hersteller und Händler hingegen wollen einen optimierten Vertriebs- und Auftragsprozess. Sie müssen sich nun mal damit abfinden, dass wir Kunden gerne was Individuelles haben wollen. Ja, und jetzt helfen den Herstellern und Händlern Produktkonfiguratoren dabei, zum Beispiel einen geringeren Serviceaufwand bereitstellen zu müssen. Die Beratung funktioniert IT-gestützt. Man kann dem Kunden sehr schnell eine Rückmeldung geben über das Angebot. Das heißt, wenn ich bestimmte Merkmale auswähle, wie teuer wird mein Produkt eigentlich? Das sehe ich dann sofort. Und die Auftragsdaten, die ich bekomme von meinem Kunden, alles IT-gestützt und automatisiert. Da muss jetzt nicht auf der anderen Seite jemand sitzen mit dem Telefon und dann entsprechende Stücklisten entgegennehmen und solche Sachen machen. Das passiert bei Produktkonfiguratoren automatisch über die weitergehende Auftragsverarbeitung. Und dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, dem Kunden zumindest das Gefühl zu geben, individuelle Produkte zu kaufen, habe ich natürlich eine erhöhte Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Was sehen wir als Aufgaben eines Produktkonfigurators? Zum einen muss der natürlich diese Konfigurationsregeln, was der Herr schon gesagt hat, bereitstellen. Das heißt, der Produktkonfigurator muss für mich im Griff haben, welche Merkmalskombinationen ich kombinieren kann, beispielsweise. Der Produktkonfigurator erfasst natürlich das, was ich mir zusammen kombiniert habe, und er sollte das auch darstellen. Wie sieht mein fertiges Produkt dann am Ende aus? Weitere Aufgaben sind Kundenberatung und Hilfestellung. Bin ich eben schon kurz darauf eingegangen. Beispielsweise, wenn ich was hochlade, dass ich Bescheid weiß über die Auflösung. Man kann zum Beispiel auch bestimmte Merkmalskombinationen kuratieren und sagen, hier, wenn du das so und so machst, das sieht besonders geil aus. Genau.
Er muss aber auch irgendwie intelligent sein und versuchen, dem Kunden auch schon von sich aus Hilfestellung zu geben, wie dieser Konfigurator denn auch zu bedienen ist. Kalkulation des Angebots, das heißt, die Preisberechnungen müssen da entsprechend hinterlegt sein und dargestellt werden. Die Stücklisten, die Materialien und eventuelle Arbeitsschritte, die für die Herstellung eines Produktes dann notwendig sind, muss der Produktkonfigurator abspeichern und mir als Händler bzw. Hersteller übermitteln. Und ein ganz interessanter Fakt ist auch das Bestimmen von Kundenbedürfnissen. Es gibt Konfiguratoren, die ich als Produktkonfiguratoren eigentlich bezeichnen würde, wo man aber eventuell gar nicht das Produkt kaufen kann. Also Ritter Sport war da ein ganz gutes Beispiel. Die haben einen Konfigurator ins Netz gestellt, wo man sich seine eigene Schokolade kreieren konnte. Mit Zutaten, mit Design, mit Benennung. Und Ritter Sport hat diese Daten gesammelt. Was interessiert eigentlich meine Kunden? Und hat dann im Anschluss eine Schokolade kreiert, die diesen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Und das war diese bekannte Einhornschokolade, wo dann, ich weiß nicht, wer hat diesen Vortrag damals gesehen? Das war nämlich auch ein Magento-Shop, auf der Meet Magento vor einem Jahr. Keiner? Hattest du den nicht auch gesehen? Hattest du gesehen, ne? Die haben die Kundenbedürfnisse so gut damit abgefragt, dass die, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Schokoladen in Sekunden verkauft haben und alles zusammengebrochen ist. Die mussten sich dafür tatsächlich auch entschuldigen, was da irgendwie so abgelaufen ist. Der ist komplett zusammengebrochen, ja. Anforderungen und Herausforderungen. Darf ich mal kurz auf die Zeit gucken? Ja, machen wir. Also, worauf muss ich achten, wenn ich einen Produktkonfigurator konzipiere oder überlege, was der können soll, wie der aussehen soll? Ich muss natürlich über meine Zielgruppe und über die Ansprache meiner Kunden nachdenken. Das heißt, jemand, der einen B2B-Konfigurator, meinetwegen dieses Stahlding, was wir vorhin gesehen haben, der wird sicherlich seine Kunden anders ansprechen als jemand, der Schokolade beispielsweise kreiert, weil im B2B-Sektor sich die Leute deutlich besser mit dem Produkt an sich auskennen und auch eventuell nicht die Beratung brauchen. Welche Produkteigenschaften und Daten möchte ich eigentlich für die Konfiguration freigeben? Da haben wir uns auch eben kurz drüber unterhalten. Macht es vielleicht Sinn, aus Auftragsprozessgründen oder auch für die Komplexität des Konfigurators bestimmte Eigenschaften, Merkmalseigenschaften wirklich vorzugeben und nur einen bestimmten Teil zu selektieren, oder will ich wirklich das große Rad drehen? Ich muss mir überlegen, welche Konfigurationsregeln gelten logischerweise. Das heißt also, welche Merkmale ich eigentlich auftragsmäßig überhaupt kombinieren kann oder kombinieren sollte. Was ist technisch überhaupt möglich, dann entsprechend in meinem Produkt im Nachgang. Aus Usability-Sicht ist natürlich das sehr empfehlenswert, dass sich jemand erstmal hinsetzt und konzipiert, wie so die Benutzerführung ist für so einen Konfigurator in einem Shop, welche Zusatzinformationen ich anzeigen muss und inwieweit meine Hilfe gehen muss, die ich dem Kunden da zur Verfügung stelle. Man muss darauf achten, dass man den Konfigurator so konzipiert, dass der Kunde schnell eine gute Produktvorschau erfasst und dass er erfasst, was er eigentlich bisher konfiguriert hat. Das heißt, welche Eigenschaften sind eigentlich bisher ausgewählt im Rahmen eines Produktdatenblatts. Man muss sich überlegen, wie ändert sich eigentlich der Preis, wenn ich bestimmte Merkmale verändere. Sind bestimmte Produktionsschritte teurer? Sind bestimmte Materialien teurer? Und muss natürlich dann überlegen, wie macht sich das auf das Gesamtprodukt dann am Ende bemerkbar? Und wie berechne ich dann entsprechend meinen Gesamtpreis? Cross- und Upselling. Ich versuche den Kunden natürlich, wir wollen alle verkaufen und so, ich versuche den Kunden natürlich möglichst viel zu verkaufen. Das heißt, ich werde vielleicht meinen Konfigurator dahingehend gestalten, dass ich zum Beispiel bei der Torte, dass ich die teuren in die Grenzen für die Torte, dass ich die in den Vordergrund stelle und anpreise, dass die in der Konfiguration am Ende das bessere Ergebnis geben, um entsprechendes Upselling zu erhalten.
wie sind meine Versandkosten, Lieferzeiten und wie ist die Retourenregel. Das unterscheidet sich nämlich auch von Variante zu Variante, je nachdem, welche Merkmale ich ausgewählt habe. Das werde ich nachher auch nochmal zeigen. Nicht zu vergessen, und ein ganz wichtiges Thema ist, wir haben ja nicht den Konfigurator auf dem Shop, auf einer Artikeldetailseite beispielsweise, sondern wir müssen ja auch mit den Daten umgehen, die da entsprechend hergestellt werden. Und da muss man sich überlegen, wie diese Daten gespeichert werden, wie die durch den Checkout geschleift werden und wie nachher meine Auftragsprozesse aussehen. Auch ganz wichtig ist, wie kann ich diese Daten des Konfigurators, die ich da generiere, in meine Systemlandschaft einbinden. Beispielsweise für, also zum Beispiel bei der, beim Empfangen der Produktdaten von einem PIM oder beim Weitergeben der Auftragsdaten in ein ERP-System. Da wird man nachher auch sehen, zum Beispiel, dass man bei Magento das so konzipieren sollte, finde ich, wie Standarddatenhaltung auch entsprechend bereits da ist, wenn man sonst eventuell Probleme gibt, Probleme bekommt mit der Weiterverarbeitung der Aufträge und entsprechender Schnittstellen, die man bereitstellen muss fürs ERP-System oder fürs PIM. Magento 2, weil es irgendwie so schön ist und weil es irgendwie so ein tolles Thema ist, habe ich den ausgewählt. Ist ein relativ einfaches Beispiel und deswegen hoffentlich gut zu verstehen. Gibt sicherlich deutlich komplexere Sachen, gerade in der Datenhaltung, aber könnt ihr gerne auch noch was dazu ergänzen. Kurz vorweg, hatte ich vergessen, Magento, wie macht man das jetzt erstmal von der Datenbasis her? Das ist für uns als Techniker ja auch interessant und wichtig, unabhängig davon, wie jetzt das Frontend mal beispielsweise aussieht. Und diese Datenbasis dient natürlich vor allen Dingen dafür, auch diese Konfigurationsregeln zu erstellen. Und ja, ich denke, dass man da sich in den wenigsten Fällen so richtig was selber ausdenken sollte, eine eigene Datenbank oder was auch immer. Dadurch, dass man ja auch Schnittstellen hat, die meistens standardisiert auf Magento agieren, sollte man versuchen, auf die gegebenen Produkttypen, die da sind, sich einzulassen. Man kann natürlich Varianten und diese Merkmalsausprägung ganz klar über die konfigurierbaren Produkte mit erfassen, die ja eigentlich aber eher Varianten sind. Man kann zusätzlich die Individualisierungsoptionen benutzen. Weiß jeder, was das ist? Das sind im Prinzip, oh Gott. Also konfigurierbare Produkte basieren ja darauf, dass Produktattribute entsprechend anders pro Variante gefüllt werden. Individualisierungsoptionen haben das direkt am Produkt selber. Wobei man da auch mittlerweile viel erweitern kann und tausend Sachen machen kann. Dann gibt es noch die gebündelten Produkte, die ja eigentlich, die man zum Beispiel für Stücklisten verwenden könnte, um Stücklisten zusammenzustellen. Und was man natürlich auch machen kann, um so einen Produktkonfigurator in Magento datenmäßig einzubinden, ist, dass man auf externe Konfigurationssoftware setzt. Hat jemand damit schon mal gearbeitet? Integration externer Konfigurationssoftware? Also wir haben derzeit ein Projekt, wo wir die Konfiguration von Möbeln erlauben über einen externen Konfigurator. Das heißt, diese ganzen Konfigurationsregeln, auch die Visualisierung werden übernommen von der Software, die außerhalb liegt. Die wird dann im ersten Schritt bei uns im iFrame eingebunden und dann werden generierte Auftragsdaten wieder in den Shop zurückgemeldet und dann durch das Bestellwesen von Magento durchgeschleppt. Im zweiten Schritt wird es tatsächlich dann auch eine API-Anbindung geben. Das heißt, da wird Magento direkt mit dieser Software kommunizieren, um diese Konfigurationsregeln abzubilden, Variantennummern zu erstellen. Das ist Thema SKU beispielsweise. Genau, um das dann nachher mit der Konfiguration in Magento zu verknüpfen. Case Study, Ollo Bikes. Wir hatten also eine Kundenanfrage, das war eine Neugründung. Kinderfahrräder geht ziemlich gut und wer wie ich Kinder hat, die ständig neue Fahrräder benötigen, weiß, was man dafür ausgeben muss. Also wurde sich überlegt, wir machen jetzt das passende Ollo für jedes Kind. Das heißt, wir
stellen Fahrräder bereit, die wir individualisieren können. Und dann hat jedes Kind sein eigenes und den entsprechenden Stolz für das Fahrrad. Genau an der Stelle wollte ich das mal zeigen. Was so ein Fahrrad ausmacht. Also so ein Fahrrad kann man entsprechend individualisieren über bestimmte Parameter. Es sind nicht viele, deswegen ist es ein relativ einfaches Beispiel. Es wurde sich überlegt, die Kinder sollen sich einen Rahmen auswählen können oder eher gesagt eine Rahmenfarbe. Grün, pink geht immer gut. Man soll sich die Komponenten entsprechend auswählen können, und zwar hier auch die Farbe. Komponenten sind Räder, der Sattel. Und dann kann man sich hier noch so einen Aufkleber drauf machen lassen, der auch eine bestimmte Grundfarbe hat, wie jetzt zum Beispiel grün. Und dieser Aufkleber hat auch noch einen Schriftzug und der hat auch eine entsprechende Farbe. Alles das kann man sich hier entsprechend zusammen konfigurieren. Wenn wir uns jetzt nochmal die Aufgaben eines Konfigurators in Erinnerung rufen, versuche ich das mal in diesem Beispiel auch nochmal so ein Stück weit zu erklären. Bereitstellen der Konfigurationsregeln. Es gibt natürlich schon bestimmte Konfigurationsregeln, die so generisch sind, wie beispielsweise, dass ich den Sattel in Schwarz konfigurieren kann, sondern ich muss schon die Räder und den Sattel und auch den Griff zusammen in einer Farbe konfigurieren. Das ist natürlich so entsprechend generisch. Was man dann entsprechend aus den Eigenschaften sieht, ist, dass man bestimmte Farben hier nicht wählen kann. Das ist genau. Ich mache das mal, ich stehe irgendwie auf pink. Ich habe hier einen Aufkleber gewählt, der ist pink. Ja, auf das pinke Fahrrad, weil ich habe zwei Töchter, das ist, also pink ist das Allergrößte. Und ich kann jetzt pink nicht auswählen als Schriftfarbe. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil man würde pink auf pink einfach nicht erkennen und keinen entsprechenden Schriftzug. Sehr im Kleinen. Sehr einfach, aber tatsächlich eine Konfigurationsregel, die wir entsprechend vorgeben durch unsere Datenhaltung in Magento. Kundenberatung und Hilfestellung. Ja, ist jetzt hier, da das relativ einfach ist, nicht so ganz notwendig oder nicht so ausführlich notwendig. Was hier aber gemacht wird, ist, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, sieht man hier nicht. Egal, erkläre ich es kurz. Was der Shopbetreiber hier machen kann, ist kuratieren. Das heißt, er kann halt einfach sagen, eine bestimmte Auswahl von Merkmalskombinationen ist besonders hübsch und das finden die Kinder dann besonders toll und sind damit die Heroes auf der Schule. Und deswegen kann man hier im Sinne eines Cross-Sellings oder von Produktlisten bestimmte Varianten vorgeben. Und von dieser Variante entsprechend in den Produktkonfigurator einspringen. Wie machen wir das? Wir vergeben tatsächlich für jede Merkmalskombination, die da ist, eine Variantennummer. Die ist aber eher virtuell. Und wir können jetzt mit dieser Variantennummer in den Konfigurator einspringen und dann wird es auch ganz genau so angezeigt, wie das entsprechend vom Shopbetreiber vorher kuratiert worden ist. Die Variantennummer wird tatsächlich auch im Auftragsverlauf weiter gespeichert und lässt sich dann entsprechend natürlich auch auswerten, um die wirklichen Konfigurationsmerkmale für den Produktionsprozess dann entsprechend herzustellen. Kalkulation des Angebots. Während der Konfiguration soll sich dann entsprechend auch der Preis ändern, das kann ich jetzt hier nicht, weil wir da die dieselben Preise haben. Was man aber hier trotzdem ganz gut sieht, ich hoffe, ich kriege es jetzt wieder hin. Jetzt hatten wir pink, pink. Ah, wir liefern ab 15. Dezember.
Wenn ich jetzt mal eine andere Farbe wähle, vielleicht auch hier eine entsprechend andere Rahmenfarbe. Sieht man halt, dass ich die Lieferzeit entsprechend, also das Angebot für meinen Auftrag entsprechend sofort ändert. Basis dafür sind natürlich auch die Produktdaten, die Lieferbarkeiten, die da entsprechend in Magento hinterlegt sind. Kleiner Aspekt, einfach, aber nachvollziehbar. Unser Konfigurator ermittelt natürlich dann entsprechend die Stücklisten, die Materialien und die Arbeitsprozesse. Das heißt, also Stücklisten im Fall habe ich eine, gehe ich halt wieder hier hin. Habe ich eine weiße Komponente hier oder habe ich die weißen Komponenten, weißen Sattel, habe ich einen schwarzen Sattel? Das wird ja entsprechend dann im Auftragsprozess nachher montiert und wird dementsprechend so zusammengestellt. Arbeitsschritte ist, dass beispielsweise Aufkleber dann entsprechend produziert werden in meiner entsprechenden Konfiguration, die dann entsprechend gedruckt werden und natürlich dann auch auf das Fahrrad draufgeklebt werden. Bestimmung von Kundenbedürfnissen spielt hier tatsächlich auch eine ganz große Rolle, weil der Kunde mittlerweile sehr stark dazu übergegangen ist, auch Konfigurationen einfach vorzuschlagen und hat natürlich entsprechend ausgewertet, was viel konfiguriert worden ist, welche Farben da eine entsprechende Rolle spielen. So kann man natürlich schon auf entsprechende Kundenbedürfnisse oder erwartbare Aufträge vorbereitet sein. Genau. Wie haben wir das gemacht hinten in der Datenhaltung? Das sollte diese Folie eigentlich so ein Stück weit sagen. Es gibt die konfigurierbaren Produkte, es gibt Individualisierungsoptionen, Bündelprodukte und so weiter und so fort. Wir haben kurz darüber nachgedacht, dass tatsächlich alles mit Varianten über konfigurierbare Produkte abzubilden. Da hätten wir wahrscheinlich Performance-Probleme bekommen, selbst bei nur diesen vier Merkmalen, die man da entsprechend ausprägen kann. Kämen pro Fahrrad, wir unterscheiden noch in 14 Zoll, 16 Zoll, 20 Zoll pro Fahrrad, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber extrem viele Varianten zustande. Das heißt, jedes konfigurierbare Produkt hätte zigtausende, tausende, tausende von Simple Products. Deswegen haben wir uns da entschieden, nur bestimmte Merkmale konfigurierbar im Sinne von Magento, also als konfigurierbare Optionsattribute darzustellen. Und das ist in diesem Fall HIE. Das war übrigens die Torte. Das ist der Rahmen und das ist die Komponente. Ne? Das heißt, wir haben diese beiden Attribute benutzt, um dazu Varianten zu bilden. Zu jedem entweder 14, 16 Zoll oder 20 Zoll Fahrrad. Das haben wir schon gemacht. Da wird dann auch ein entsprechendes Basisbild hinterlegt, was dann schon die entsprechende Rahmenfarbe hat und was dann schon die entsprechende Komponentenfarbe hat. Wir haben uns dann aber entschieden, die Varianten nicht so aufzublähen, was dann die Aufkleber angeht und haben das entsprechend deswegen mit mit Individualisierungsoptionen dann entsprechend gepflegt. Das hängt dann entsprechend an jedem konfigurierbaren Produkt, welche Farben ich für den Aufkleber und welche Schriftfarbe ich hier wählen kann, auf Basis der Konzeption der Regeln, Konfigurationsregeln des Konfigurators. Und dann gehen wir halt hin im Frontend und rendern tatsächlich live über JavaScript und so weiter und so fort diese entsprechende Grafik in der Farbe, je nachdem, wo man das ausgewählt hat. Hat Henning programmiert, ist irgendwie doll geworden. So. Das ist tatsächlich reine Frontend-Technologie, um dann die entsprechenden, schon wieder die falsche Seite, um dann die entsprechenden Bilder hier zu erzeugen. Was dann aber das Problem ist, das bei Produktkonfiguratoren gilt, wenn ich dann im weiteren Auftragsprozess, also im Warenkorb und im Bestellprozess, mein Produkt darstelle und das sieht nicht so aus, wie ich das konfiguriert habe, das ist mal ein richtiger Conversion-Hammer.
Da fragt sich aber jeder, das hatte ich doch aber irgendwie anders und wie kommt das? Da kann man das da auch hinschreiben, was das für Farben sein sollen. Aber das ist ein Conversion Hammer. Das heißt, wir waren dann doch also genötigt, nicht nur dieses Live-Rendering im Frontend durchzuführen, sondern wir mussten schon irgendwie auch diese Variantenbilder herstellen. Und dann haben wir tatsächlich diesen Konfigurator genommen, da ein automatisches Skript drüber laufen lassen und sozusagen live dann alle Bilder gerendert und die dann entsprechend abgespeichert über ein automatisiertes Skript. Und mit dieser Variantennummer, die wir generiert haben aus diesen einzelnen Optionen, haben wir da hinterlegt, sodass dann auch im Warenkorb, im weiteren Bestellprozess wirklich auch das richtige Bild dargestellt wird, weil das wäre tödlich. Genau, im Prinzip ja, eine kleine Sache, erklärt aber dieses Thema Konfiguration vielleicht ganz gut. Ist eine Magento 2 Integration, das macht es natürlich auch relativ sympathisch. Genau, und ist ein bisschen klicky-klacky mit dem Live-Rendering und so. Ja. Zum Schluss noch eine kleine Werkschau, was wir da noch so gemacht haben oder was für unterschiedlichste Arten man da auch teilweise bearbeiten muss. Also haben wir tatsächlich jetzt einen Shop im Support, den haben wir übernommen, da haben wir den Konfigurator aber nicht programmiert, das möchte ich dazu sagen. Basiert auch ganz krass, also total krass auf irgendwie Custom Options und so weiter und so fort. Das ist der linke, da kann man Helme konfigurieren. Das ist auch eine 3D-Visualisierung. Tatsächlich haben wir noch einen 3D-Konfigurator, das ist aber auch in dem Fall extern tatsächlich organisiert, eine Anbindung eines externen Konfigurators. Bei Ply, wo man sich 3D-Möbel entsprechend konfigurieren kann mit entsprechenden Farben, Längen, bla bla bla. Da wird dann auch aus dieser 3D-Anwendung die entsprechenden Auftragsdaten an Magento zurückgegeben und dann weiterverarbeitet. Was wir jetzt gerade gelauncht haben, da in der Mitte, ist ein Schlafsofa-Shop, wo man sich sein Schlafsofa aus zig Millionen, weiß ich nicht, Varianten und hier noch eine Armlehne und da noch ein Sessel dazu und 38.000 verschiedene Stoffarten entsprechend. Ist auch eine Magento 2 Integration, war eine große Herausforderung wegen den vielen Produktdaten, weil wir hier tatsächlich ganz viele Daten auch als Variationen halten, was performance-technisch innerhalb so eines Konfigurators erstmal zu lösen ist. Was wir beispielsweise auch gemacht haben, ist aus dem Druckbereich, wo Göran, dein Case Study ist aus dem Druckbereich, ne? Oder hatte ich das? Ja, ja, genau. Da haben wir auch einen Konfigurator gebaut, wo man entsprechend auf Acryl und auf Leinwand seine Bilder oder auch vorgegebene Motive entsprechend drucken kann. Und hier auch Größen definieren kann, hat das einen Rahmen, hat das keinen Rahmen und so weiter und so fort. Genau, und so wird man immer wieder konfrontiert mit Anforderungen von Kunden, die entsprechend dieser individuellen Massenfertigung individuelle Produkte verkaufen wollen. Jetzt ist ganz wild, danke.